Moin Leute und was geht? Willkommen zu einer neuen Folge DBD Rehooked. Ich bin der Crafty und das ist das Format, in dem es um euer Gameplay geht und nicht um meins. Und es tut mir so wahnsinnig leid, dass ewig und drei Tage keine neue Rehooked-Folge kam oder fast sowieso kaum ein Video oder ein Stream von mir stattgefunden hat. Ich habe einen Jobwechsel hinter mir und ich habe Auswärtstermine gehabt und alles geht so ein bisschen drunter und rüber. Ich hoffe, dass da jetzt demnächst wieder ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt hier eine neue Folge Rehooked mit dem Stylus D, beziehungsweise Stylus D Music. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich glaube aber schon. Sollte er einen YouTube-Kanal haben und möchte, dass er gezeigt wird, dann findet ihr ihn wahrscheinlich in der Videobeschreibung. Vorbereitung war schon immer meine Stärke. Wir haben hier mal wieder Ghostface-Gameplay und ich frage mich schon die ganze Zeit, was ist das hier? Wir spielen hier obviously auf dem PC, weil hier steht zurück Escape, aber was ist das hier? Das habe ich nicht. Habt ihr das? Habe ich noch nie gesehen. Weil wir sind ja sogar noch im Halloween-Event. Es tut mir so leid, dass die Folge so ultra spät kommt. Wirklich danke für jedes Verständnis von euch. Aber Stylus hat gesagt, er möchte Tipps bei Mindgames und beim Stalken, dass er hin und wieder doch schon von der ein oder anderen SWF-Truppe vorgeführt wird. Wem geht's hin und wieder nicht so? Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an. Und auch jetzt direkt mal das Bild. Wir fangen an mit Bamboozle. Wenn er mit Ghostface eine Vault-Location vaultet, ist diese für 16 Sekunden für die Survivor blockiert und die können nicht dadurch vaulten. Er als Killer kann das allerdings schon. Er vaultet auch insgesamt 15% schneller. Und das ist eine interessante Choice auf Ghostface. Aber irgendwie fühlt es sich auch nicht richtig an. Ich habe viel mit Bamboozle auf Ghostface experimentiert, weil man denkt, es macht Sinn. Aber irgendwie kriegt man dann hin und wieder doch kein Value raus. Und ich weiß nicht, irgendwie, es ist so eine 50-50-Sache. Es ist jetzt kein schlechtes Perk auf Ghosty, aber es ist jetzt auch nicht das Beste. Dann haben wir noch Sloppy Butcher, Klassiker. Da ist auch gar nichts Verkehrtes dran, wenn man das auf Ghostface spielt. Wenn ihr Survivor verletzt, brauchen die 25% länger, bis sie geheilt sind und wird die Heilung unterbrochen oder die Survivor hören sich auf zu heilen, aus welchem Grund auch immer, geht der Heilfortschritt zurück und das relativ zügig. Danach natürlich Jolt. Jolt kommt immer gut auf Ghostface, da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Ihr seid ein M1-Killer, auch eure Power setzt voraus, dass jemand mit einer M1-Attack, mit einer Basic-Attack downt und tut ihr das, dann werden die Gens in 32 Meter Radius um den Down herum explodieren, als würdet ihr die kicken und sind Gens schon von Jolt betroffen, beziehungsweise das heißt ja jetzt Surge, ach du Scheiße, Stranger Things ist ja wieder da. Surge halt. Sind die Gens von Surge schon betroffen und es explodiert durch einen Down, verlieren die nochmal 8% Progress. Glaube ich. Und zum Schluss haben wir noch Pop Goes the Weasel. Wenn ihr jemanden hookt, habt ihr 45 Sekunden Zeit, den nächstbesten Gen zu kicken und tut ihr dies, verliert der Gen 30% seines aktuellen Fortschritts, nicht 30% des Fortschritts, immer dran denken, sondern 30% des aktuellen Fortschritts. Das ist ein Unterschied. Aber auch das ist ein sehr gutes Perk auf Ghostface und eigentlich gibt es da so erstmal nichts zu beanstanden. Hier gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, ach du Scheiße, du Keck, wie kannst du das auf Ghostface spielen? Kann man alles so machen. Außerdem sieht man ja auch schon, dass der gute Stylus hier noch nicht allzu lange spielt, weil Devotion Level 2, fast 3 und die Perks sind auch noch nicht auf Max Level. Alles easy, wir sind hier alle Freunde. Von daher würde ich sagen, ich bin hyped, wir gucken mal, was uns hier erwartet und was ich dir für Tipps geben kann zu deinem Ghostface. Pluspunkte gibt es übrigens für die Maske. So, und da sind wir auch schon drin, und zwar auf der Coldwind Farm. Das Gameplay ist vielleicht einen kleinen Ticken leise. Ich weiß nicht, inwiefern ich das boosten kann. Tut mir leid an der Stelle, aber ich denke, dass wir ganz gut auch so mit dem Sound klarkommen werden. Also, gehen wir rein. Ist jetzt auf jeden Fall natürlich nicht die allergeilste Map für Ghostface. Nicht sogar für, also, die meisten Killer. Denn wie wir alle wissen, haben die Coldwind Maps die größte Escape Rate. Abgesehen von Garden of Troy, dem Hurensohn. Wir gehen natürlich gleich in Trout, völlig richtig, aber ich würde jetzt nicht so lange geduckt rumlaufen. Das macht dich ja auch lahm, ne? Ich weiß, du willst echt nicht aufgedeckt werden und so. Aber ja, das könntest du jetzt schon mal sein lassen. Okay, du hast jemanden gefunden. Easy, machen wir einen kleinen Leanstalk. Super. Oh, als ob die das schon. Das ist mies, dass sie das schon gesehen hat. Wow, du hast echt
Hier hättest du launchen können, ja, also den Ausfallschritt mitnehmen können. Du hättest die 1000% bekommen. Du hast spät geschlagen, aber du hast sie bekommen. Alles easy. Saftiger erster Down. Kann man so machen. Aber dass sie dich gesehen hat, war echt... Sie war aufmerksam. Okay, kann man so machen. Jetzt bin ich halt mal gespannt, ob wir wirklich eine SWF-Truppe haben. Weil dann spätestens jetzt hätten sie dich ja dann... Werden sie dich ausgecallt haben, ne? Also, Achtung, wir haben Ghostface. Okay, auf dem Berg ist jemand. Nein, doch, gerade runter. Man hat noch ein kurzes gehört. Okay. Eine näher. Das Mindgame habe ich jetzt nicht verstanden. Auch den Survivor habe ich nicht verstanden, weil der Survivor ist tatsächlich nicht gewolltet. Du hättest in allen Fällen die näher gehittet. Und meine Regel ist halt so, wenn ich jemanden noch nicht auf 50% gestalkt habe, dann boxe ich die. Das ist halt einfach meine Regel. Und da ich meistens mit Save the Best for Last spiele, ist es nicht mal so schlimm, wenn es nicht die Obsession ist, weil ich halt einen Stack bekomme. Ja. Oh, die ist auf der anderen Seite raus. Okay. Gut, wir haben einen Hit. Okay. Easy, Pallet weg. Das ist okay. Ich hätte gedacht, sie geht fürs Window. Macht sie... Ah, ne, macht sie nicht. Okay, also... Die ist down. Okay, das hättest du easy haben können. Ich zeig dir auch wie. Du läufst dem Survivor so schnurstracks hinterher. Das kommt wahrscheinlich auch erst mit der Zeit. Aber... Guck mal. Du läufst dir jetzt hinterher... Die weiß nicht so, wo sie hin will. Spätestens jetzt. Wo kann sie noch hin? Links ist eine Dead Zone. Gut, vielleicht ist hinter dem Zelt da irgendwo eine Pallet, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber hier ist gar nichts. Nichts. Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, dass hier sehr wahrscheinlich eine Pallet ist und sie da hin will. Also müsstest du, man sieht ja meinen Mauszeiger, dich schon mal so ein bisschen hier den Weg verkürzen, weil du weißt eigentlich, sie will da hin. Und du bist sehr weit ihr hinterhergelaufen, sodass sie genug Zeit hätte, in die Pallet zu gehen. Wärst du hier schon eng gelaufen, hättest du spätestens hier an dem grünen Fass einen Launch machen können, volle Kanne in die Pallet rein, die jetzt garantiert bekommen. Weil du läufst jetzt sogar, ne, sie ist schon abgebogen, aber du läufst ihr genau hinterher. Du musst immer so gucken, dass du schon mal so ein bisschen den Weg abschneidest, so die, ne, also, hättest du haben können. Die machen wir weg. Und hier war doch eben gerade noch eine Kate. Ist sie weg, oder? Weil die ist ja auch verletzt. Cowtree. Oh, hier ist eine Fang. Oh, schade. Weggucken. Also, dass du dann geflasht warst. Okay, free hit, I guess. Schaffst du trotzdem easy. Alles richtig gemacht. Ist die dir nicht sogar nachgelaufen? Weil die Scratch Marks waren weird und ich glaube, ich habe hinter dir was gehört, aber es ist sehr leise halt. Hier ist es jetzt so, der Shroud-Kampf zu spät, weil du musst dir das so vorstellen, der Shroud macht dir deinen Terrorradius weg, aber das macht er nicht so, oder Terrorradius ist weg, sondern ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube mit einer Rate von 6 Meter die Sekunde verschwindet dein Terrorradius langsam. Wenn die am Chen saß, dann hat die in dem Moment, wo du dich geschroudet hast, definitiv dein Terrorradius gehört. Und wenn du dann erst Shroud klickst, dann geht der so langsam weg, als läufst du weg. Das heißt, die ist auf jeden Fall alertet, die weiß, dass du kommst. Und selbst, also verständlich dann, dass du wahrscheinlich immer noch im Shroud bist, ne? Also,
Aber die Survivors sind jetzt auch nicht gerade die besten Spieler, wie man sieht. Andere Survivor wären da schon sehr weit weg gewesen. Double down in the way, man. Und ich weiß, dass es auf diesen Maps mit Shrouden und Stalken. Also hier kann man natürlich absolut den Scarecrow Ghostface Skin empfehlen. Der passt hier perfekt rein auf die Map. Viele Leute, die dich da nicht auf Anhieb sehen, weil deine Farben so geil einblenden mit dem Korn und der ganzen Umgebung. Ah, ist ein guter Halloween-Event. Ja, geh mal rein. Geh mal rein, du hol über ein paar Geister. Ich bin ganz froh, dass es der Wärter ist. Es war zwar cool, es war mal was anderes, aber holy shit, die Survivor waren so viel stärker damit. Oh, du schlägst aber auch oft daneben, ne? Eieieiei! Du drückst halt auch immer meistens nur kurz Linksklick. Du musst mal, ja, so launchen. Ich weiß nicht, ob du das einfach nicht, vielleicht weißt du es einfach nicht. Wenn du Linksklick gedrückt hältst und nicht nur klickst, dann macht dein Killer so einen Ausfallschritt. Der wird kurz schneller und die Attacke wird so leicht verzögert in dem Moment. Und in dem Moment kannst du den Survivor dann verfolgen, um einen Hit zu garantieren. Weil wenn du halt einfach nur links klickst, auch vor allem wenn du nah an den Survivern dran bist, es gibt da so ein bisschen so ein Auto-Aim, ja, was dann versucht, die Hitbox vom Survivor zu verfolgen und dann fehlt es und ganz weird. Das kann man irgendwie auch gar nicht richtig erklären, aber du schlägst dann teilweise daneben, obwohl es eigentlich sehr wohl ein Hit war. Und ich glaube, das passiert ja hier auch ganz oft. Die ist schon weg. Aber ja, das Event war für Survivor eigentlich auch so OP, weil sie dauernd Endurance bekommen haben, wenn sie einen Geist freigelassen haben. Das war eigentlich war es der Horror. Als Killer. Du hattest auch gar keine Zeit, da reinzugehen. Also zumindest halt, ne, irgendwie im High-MMA oder wenn du gegen eine gescheite SWF-Gruppe gespielt hast. Oh, das schmeckt. Wen haben wir hier noch? Nein, das ist die Feng. Wieso hast du sie nicht aufgedeckt? Und jetzt schlägst du sie! This is a no-no. Du hast es geschafft, dich hier noch zu retten, obwohl sie dich eigentlich angeklotzt haben und die bleiben da einfach total cocky sitzen. Du stalkst die näher auf 100%, weil sie es einfach nicht für nötig hält, abzuhauen, weil wahrscheinlich caseopening.com will irgendwie noch ein paar Skins verkaufen, keine Ahnung. Die Feng ist 99. Da ist die Feng, du müsstest nur Rechtsklick antippen. Und boom, Feng ist dead. Ich weiß nicht, was da in dir vorgegangen ist, dass du sie ignoriert hast. Und dann, boom, dein ganzer 99-Stalking-Fortschritt, der easy One-Shot-Down gewesen wäre, ist hinüber. Das ist so, ja, so typischer Ghostface-Anfängerfehler halt, ja. Und jetzt geht sie da rein, du musst sie ewig chasen. Genau das, okay, du hast keine Lust drauf, verständlich. Es hätte so einfach sein können gerade. Dass die links runterspringt, ist... Ah, sie hat Balance. Okay. Okay, verstehe. Sie ist trotzdem tot. Jolt. Flashlight safe von 3 Kilometer Entfernung. Das sind jetzt so die Momente. Du weißt, dass ich weiß, es war gerade ein bisschen weird, dass er gesagt hat, du wirst von rechts gestalkt und du hast auch gedacht, da ist jemand. Das ist manchmal ein bisschen blöd. Im Prinzip ist es von kommt's von hier gerade. Das ist ein Moment, wo du dich ducken willst, weil hier hättest du jetzt die Line of Sight. Sie kann dich mit Third Person sehen und idealerweise auch lustigerweise aufdecken. Aber das hättest du unterbinden können, indem du dich jetzt hier duckst. Da gibt's halt dieses Duckstraving, ja, dass du halt einfach mal duckst, hoch, runter, hoch und guckst, wie sich's verhält. Kannst du dich immer noch sehen? Kannst du dich immer noch revealen? Das sind die Momente, wo du dich ducken willst, so. Aber leider hat sie dich jetzt doch aufgedeckt.
Aber ist egal, noch eine sehr starke Palette ist jetzt weg. Und der Cowtree ist sehr viel schwächer dadurch. Das war ein schönes Mindgame. 50-50. Wir hören, dass sie nach rechts wegläuft. Du hast Bamboozle. Perfekt. Und sie ist tot. Hier kommt halt Bamboozle super in Klatsch. Also, da ist es dann wieder gut. Ja? In so Shack-Games und sowas ist ideal. Das Einzige, was wir noch nicht wirklich gesehen haben, ist, dass du Value aus Pop Goes to Weasel schöpfst. Du hast, glaube ich, noch keinen einzigen Gen gepoppt. Der Cooldown, beziehungsweise die Zeit, in der das Perk aktiv ist, ist auf Level 1 auch ziemlich schwach. Ne? Also das sind, glaube ich, keine 45 Sekunden auf Level 1. Aber, ja. Pop ist sehr stark, wenn man es richtig nutzt. Da hast du jetzt noch kein Value bekommen. Oh, ein paar Lags. Okay, YouTube spackt mir rum. Bangirl. Ja, dann den Hits musst du ein bisschen üben. Du schlägst halt sehr spät. Du schlägst halt immer erst, wenn du am Survivor dran bist. Du kannst viel früher schlagen. Du kannst dich richtig in den Survivor reinwerfen. Oh. Ja. Das ist deine größte Schwäche. Vom Movement bis jetzt. Die Hits. Die Pellet müsste weg sein. Der Shroud war jetzt ein bisschen, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob Nea sich gerade ergeben hat, oder... Aber ich glaube, ab diesem Zeitpunkt ist das bereits entschieden. Theoretisch, guck mal, theoretisch hättest du sogar sluggen können, wenn es wirklich hart um den Win geht, weil sie hat gerade den Gen fertig gemacht und du weißt genau, wo sie ist. Dann gehst du dahin, machst Shroud an, früher oder später klotzt sie dich an und du weißt sofort, wo sie ist. Aber ja, also, man merkt jetzt, die Survivor sind natürlich, ne? Muss ich jetzt nichts zu sagen. Wenn du jetzt hier gegen so eine richtig starke High-MMA-SWF-Truppe gespielt hättest, mit... Die machen 360s und wissen, du schlägst dauernd daneben, die hätten dich wahrscheinlich komplett auseinandergerissen. No offense. Aber dafür haben wir ja auch einen MMR, hoffentlich. Dass man da gegen Gleichgesinnte spielt. Was ist mit Ghostface sein Schatten los, hat man das gerade gesehen? Warum streckt er beide Arme aus? Seht ihr das? Ich hab da noch nie drauf geachtet, das ist ja komplett weird. Ja gut, das ist jetzt ein Hedge-Game. Da ist sie. Neben dir ist die Hedge. Wo ist sie hin? Nee, ich glaube, die ist da nicht mehr. Wir haben ein Exit-Gate da hinten und wir haben ein Exit-Gate links davon. Ist eigentlich easy zu halten. Obwohl, es ist schon ein bisschen weiter weg, aber... Ich glaube, du könntest dich theoretisch auf den Mähdrescher stellen. Und wenn du Glück hast, kannst du beide Exit-Gates sehen. Oder auf den Berg hier sogar. Na, obwohl, da ist ein Teil dazwischen. Ja, nein, die schafft's. Schade. Aber 3K ist ein Win in meinem Book. Also, alles easy. Und man muss ja auch immer einen am Leben lassen, der die Geschichte weitererzählt.
Sehen wir noch ein bisschen was von den Survivern? Ja, also. Auch noch nicht Max-Level-Perks und so, also, ja. Also, es gibt schlechtere Survivor, es gibt aber natürlich auch bessere. Nichtsdestotrotz, GG gut gespielt an der Stelle. Man muss ja ein bisschen Rücksicht auf die Stunden, auf die Spielzeit und so nehmen, ja. Also, der erste Tipp, den ich hier ganz klar geben muss, ist auf die Hits achten. Man hin und wieder mal daneben schlagen oder wenn ein Survivor einen verarscht, das kommt halt vor. Aber da waren jetzt schon sehr viele Misses drin. Und da würde ich einfach mal an den Launches arbeiten, ja. Also wirklich mal gucken, wie viel Distanz musst du zum Survivor haben, um ihn schon hitten zu können. Weil wie gesagt, der Ausfallschritt ist enorm wichtig, gerade um jemand an einer Pallet, an einem Window, noch hitten zu können. Ansonsten, zweiter Punkt, das Build. Build ist okay. Du hast, glaube ich, auch nicht allzu viele Perks zur Auswahl. Kann man so spielen. Aber dann musst du halt auch gucken, dass du vielleicht den einen oder anderen Pop von Pop Goes the Weasel mal ein bisschen utilized, also dass du es wirklich benutzt, auch das Perk. Guckst, welcher Gen muss gepoppt werden, wer hat viel Progress. Oder zumindest die Perks mal auf Max-Level bringen, natürlich, ne? Das ist auch so ein Ding, aber das kommt ja eh, wenn du Ghostface dann levelst. Jolt und Sloppy sind beides sehr gute Perks auf Ghostface. Bamboozle ist so ein Niche-Pick. Kann brutal gut sein, kann aber auch völlig useless sein. Und Pop ist eigentlich auch immer sehr stark. Was ich noch immer gut finde auf Ghostface ist Save the Best for Last. Muss man ein bisschen mit umzugehen wissen, dass man die Obsession nicht immer schlägt und dann eben gar keinen Use von diesem Perk hat, sondern dass man in seinem Kopf die Obsession so erstmal ein bisschen ignoriert oder zumindest immer stalkt und one-shottet, damit man nicht all seine Stacks verliert. Aber ansonsten bildmäßig gibt's da gar nicht so viel zu meckern. Stalks, okay, es war jetzt für Ghostface keine leichte Map. Coldwind-Maps sind scheiße für Ghostface, er ist super auffällig auf der Map. Du hast eigentlich nichts, wo du dich großartig, ne? Das Korn, also das hilft einem manchmal so ein bisschen versteckt zu bleiben, wenn sie dich schon sehen, aber das liegt an dieser Buggy-Aufdeck-Mechanik. Aber ansonsten wissen die Survivor eigentlich immer, was abgeht. Viel arg sneaky kannst du da gar nicht sein. Den einen oder anderen Shroud hättest du natürlich dir schenken können, weil die Survivor dich sofort aufgedeckt haben. Aber da wächst man rein. Alles in allem aber ist das doch eine sehr vielversprechende Ghostface-Karriere, die ich da sehe. Und mehr Ghostface-Spieler braucht das Land. Um auf die Stunden einzugehen? Immer schwierig. Das ist so schwer. Ich würde mal sagen, du spielst wahrscheinlich auch Survivor, nicht nur Killer. Ich hätte jetzt mal gesagt, vielleicht auf deinem Spielkonto sind so 200 bis 300 Stunden, vielleicht sogar 400. Das ist mal so mein Tipp, den ich jetzt abgeben würde. Also von daher, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Lieber Stylus, checkt ihn gerne mal ab. Wie gesagt, Links zu ihm sind definitiv in der Videobeschreibung. Und falls ihr auch mal bei einer Folge dabei sein wollt, joint gerne meinen Discord-Server. Auch da ist der Link in der Videobeschreibung. Geht in den Rehooked-Kanal. Da ist ein angepinnter Post oben im Discord. Einfach auf die Stecknadel klicken, bisschen hochscrollen. Da steht, was ihr tun müsst, um mitzumachen. Und vielleicht bist dann auch schon du in der nächsten Folge Rehooked mit am Start. Ich bedanke mich mal wieder einmal mehr fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video oder sogar im Nebel. Peace out, ich bin draußen, euer Crafty. Mach's gut.